Noch irgendwas hier oder haben wir jetzt alles? Vielleicht hier bei den Schränken oder so. Eine Menge Filme sind hier. Oh, die Legende von 1900. Diesen Film wollte ich schon immer mal sehen. Das ist dieser Film über die Pianistin, die Augen hat wie ein toter Fisch, richtig? Dieser Film hat jede Menge Awards gewonnen für seine phänomenale Musik. Die US-Zuschauer waren zu Tränen gerührt. Nun, Amerikaner sind nun mal manchmal ziemlich emotional. Hm, was gibt's denn noch hier? Ich nahm mir zufällig einen Film und auf dem Cover war ein Bild von nackten Männern und nackten Frauen zu sehen. Und? Hast du was gefunden? Nein, nichts Verdächtiges hier. wir sollten uns was anderes anschauen, ja. Was ist los? Hast du was gesehen? Ich hab gesagt, es ist nichts. Einfach nur eine Menge... Okay, dieser Witz gibt es auf Deutsch keinen Sinn. Auf jeden Fall Filme. Kaede, du bist richtig in Panik. Es ist okay, wenn du einen Hinweis gefunden hast. Da kannst du es mir sagen. Also, komm, ich schau mir das mal an. Nein, komm hier nicht drüber. Ein paar Minuten später. Ja, okay. Hatten wir beide ein rotes Gesicht. Ich hab's dir gesagt. Ja, wir sollten uns was anderes anschauen. Also nicht in anderen Filmen, sondern nach anderen Hinweisen suchen gehen. Okay. Was ist das hier? Ein Video-Dingens. DVD-Spieler oder so. Aber es gibt keinen Film, der da drin ist. Okay. Was haben wir hier? Poster anscheinend. Ein paar Poster. Ist das ein Filmposter? Alle für denselben Film. Ich nahm ein Poster raus und rollte es aus. Ultra Despair Girls 2 erscheint bald? Sieht aus wie ein Spiel, aber ich habe noch nie davon gehört. Hm, ein Highschool-Mädchen mit einem Megafon und eine Serienmörderin hört sich wie ein ziemlich lame Spin-off an. Ist das ein weiterer von Monokumas Scherzen? Wahrscheinlich. Ja, zum Glück gibt es sowas nicht. Ja, lame Spin-off und so. Ja, zu diesem Spiel habe ich natürlich auch ein LP gemacht, letztes Jahr erst. Zu Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls mit Komaru und Toko in den Hauptrollen. War ein ganz schönes LP, wenn ich das mal selbst so sagen darf. Hat mir Spaß gemacht, war schön. Ist auf jeden Fall sehr sehenswert, wie ich finde. Und wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Ultra Despair Girls 2 raus. Einige dachten natürlich, dass das hier ein Teaser direkt sein soll, aber zu dieser Zeit war natürlich noch nichts in Entwicklung. Also ich glaube, das wurde hier einfach nur so just for fun eingebaut. Aber ich würde es eigentlich schon ganz gerne haben, um ehrlich zu sein. Aber ein Danganronpa 4 wäre natürlich auch großartig, aber reden wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal darüber. Ach ja, genau hier, der Dingens. Der Lüftungsschacht. Aber da kann ja eigentlich niemand durchgegangen sein, weil wir den die ganze Zeit beobachtet hatten. Hast du was zu sagen, Tenko? Du bist hier so im Licht. Oh, Tenko, ich wollte dich etwas fragen. Wir fragten Tenko, was im Spielezimmer passiert ist. Aber sie hat nur nochmal das gesagt oder bestätigt, was Maki bereits gesagt hat. Ich verstehe. Ich wusste es. Gunther ist definitiv der Verdächtigste, weil er sich in diesem AV-Zimmer eingesperrt hat. Und außerdem ist er zudem noch ein Mann. Soll das etwa ein Beweis sein? Oh, und übrigens, wie läuft deine Ermittlung bisher? Ich habe immer noch gar nichts gemacht. Was? Hey, Degenerierter. Schau mich nicht so an, okay? Ich habe andere Sachen gemacht. Ich habe die ganze Zeit Angie zugeschaut. Du hast Angie zugeschaut? Wir haben gesagt, dass wir zusammen, mit einer anderen Person ermitteln, richtig? Aber Angie ist die ganze Zeit alleine rumgelaufen. Oh, deswegen bist du die ganze Zeit bei Angie gewesen? Ich möchte niemanden verdächtigen, aber hier stehen zumindest auch die Leben von Mädchen auf dem Spiel. Nun, damit eine solche Ermittlung funktioniert, müssen wir uns gegenseitig vertrauen. Oh, sie sieht überhaupt nicht glücklich aus.
Oh, tu mal nicht so, du zweigesichtiger Degenerierter. Tut mir leid, das war nicht meine Intention. Ja, Tenko und Männer, ich glaube, das wird nichts. Aber okay. Das Licht kommt von oben, ne? Ja, natürlich, okay. Reden wir mal mit Angie, die hier anscheinend ihr eigenes Ding macht. Okay. Angie, wirst du nicht an dieser Ermittlung teilnehmen? Ermitteln ist wichtig, aber ich muss ebenfalls zu Atua beten. Oh, Atua, bitte lass Rantaros Seele sicher den Himmel betreten. Ich schätze mal, ein Gebet kann hier nicht schaden. Rantaro ist auf eine solch grauenhafte Art gestorben. Kann er überhaupt im Himmel Frieden bekommen? Es wäre schön, wenn es so wäre. Mach dir keine Sorgen. Ich werde extra stark beten. Ich werde stark genug beten, um genug Punkte zu bekommen, um ein Platin-Mitglied zu werden. Hört sich so an wie ein Belohnungsprogramm von einer Kreditkarte. Ja, also Angie, dieser Gott, zu dem du betest, ich weiß ja nicht. Ach, die Charaktere sind alle so gut geschrieben in Danganronpa V3. Oh, hier kann man sogar was verlesen. Was haben wir denn hier? Das kann man so gerade eben noch lesen. FAQ wegen des Korkboards. Schüler könnten auch diese Seiten benutzen. Oder so in der Art. Was? Das kann man echt kaum lesen. Ich weiß aber nicht, was... Da steht irgendwas Seltsames drauf. Okay. Der 9. Oktober? Das habe ich mir noch nie so genau angeschaut, aber... Das sind natürlich keine Hinweise oder so, sondern einfach nur ein paar Details, die hier eingebaut wurden. Aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht weiter wichtig. Deswegen gut, gut. Aber ja, ich liebe die Charaktere aus Danganronpa V3. Meiner Ansicht nach die besten der Serie. Aber leider finde ich die Fälle nicht so gut wie in Danganronpa 2. Deswegen ist es leider für mich nicht ganz so gut wie Danganronpa 2. Aber der erste Fall hier, der hat es in sich. Meiner Ansicht nach... Der beste oder der zweitbeste der gesamten Serie. Deswegen, hier kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Sollen wir uns vielleicht nochmal das Klassenzimmer hier anschauen? Hier waren wir ja drin, ne? Ist hier vielleicht... Oh, ja, ich wollte gerade sagen, ist hier vielleicht jemand? Ja, direkt zwei Leute. Kaede, Shuichi, ich möchte euch zwei eine Frage stellen. Ihr wart hier drin, ne? Ja, von hier aus haben wir die Bücherei im Auge behalten. Das ist unser Alibi. Wir waren beide in diesem Klassenzimmer, als der Mord passierte. Ich verstehe. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von euch beiden die Tat begangen hat, extrem gering. Was heißt extrem gering? Wir waren es nicht, okay? Oh, und übrigens, wart ihr die ganze Zeit zusammen? Nein, ich bin für ein bisschen nach unten gegangen, um zu schauen, was dort passiert ist. Aber außer das waren wir die ganze Zeit zusammen, bis halt der Receiver losging. Ja, das stimmt. Ich verstehe, danke. Okay. War das alles, was du uns fragen wolltest? Oh, eine weitere Frage noch, wegen dieses Lüftungsschachts. Es scheint, als würde dieser Lüftungsschacht mit diesem Klassenzimmer in Verbindung stehen. Oder verbunden sein. Genau. Der führt hier hin. Bücherei wird so mit diesem Klassenzimmer hier verbunden. Okay. Ja, ich hatte mir auch deswegen Sorgen gemacht. Deswegen hatten wir uns für dieses Klassenzimmer entschieden. Der Täter hätte diesen Lüftungsschacht nicht benutzen können, während wir hier waren. Und unter diesen Umständen wäre es schwer gewesen, hier durchzukommen. Und außerdem hat Kaede auch noch die Bücher dort vorplatziert. Okay, und somit wäre es natürlich noch schwieriger, dort durchzugehen. Wirklich? Das werde ich meiner Datenbank hinzufügen. Ich hoffe, meine Fragen haben euch nicht beleidigt. Es ist notwendig, damit wir die Wahrheit herausfinden. Kibo, du hörtest dich gerade wie ein echter Detektiv oder ein Anwalt an. Oh, vielleicht warst du ja in deinem früheren Leben ein Detektiv oder ein Anwalt. Ich glaube nicht unbedingt, dass Menschen ein zweites Leben schon mal davor hatten. Und vor allem nicht Roboter, oder? Ein früheres Leben? Aber wie kann das sein, wenn ich nicht mal ein Mensch bin? Na gut, gute Frage auf jeden Fall. Und Korekio hätten wir auch noch hier. Lass mich raten. Du möchtest mein Alibi hören, richtig? Hä? Woher weißt du das?
Mein Aussehen und mein Verhalten bisher lassen mich als jemand dastehen, der einen Mord begehen würde. Ich meine, er hat nicht ganz Unrecht, oder? Nun, zumindest ist er sich darüber bewusst. Nun, um schnell die Wahrheit zu sagen. Als die Body Discovery Announcement gespielt hat, war ich in der Dining Hall und hab gegessen. Die anderen, die zu dieser Zeit bei mir waren, waren Mio, Kirumi und Tsumugi. Die Monocuffs haben das Essen für mich vorbereitet? Hä? Okay. Wusste ich gar nicht, dass es hier Essen anscheinend von den Monocuffs gibt, aber okay. Das Menü wurde gelistet als Pasta, die nach einer alten, einsamen Frau schmeckt, die den Geburtstagskuchen ihres Enkelkindes isst. Oder irgendwie sowas. Das hört sich irgendwie sehr deprimierend an. Und das wäre mein Alibi. Ich hoffe, das kann helfen. Ah, und was ist mit den Leuten, die bei dir waren? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Nun, wenn es etwas gäbe, dann wäre es wohl, dass Mio an etwas herumgearbeitet hat. Und für eine kurze Zeit hat Tsumugi den Raum verlassen, um ins Badezimmer zu gehen. Ins Badezimmer, ha? Huh? Interessant. Nun, Tsumugi ist immerhin die ultimative Cosplayerin. Sie könnte ins Badezimmer gegangen sein, um sich insgeheim als jemand zu tarnen. Als irgendjemand zu tarnen? Aber als wer? Ich weiß es nicht, aber ich sollte mal mit ihr reden. Sie ist vielleicht bei dem Tatort in der Bücherei. Oder dort sollte sie sein. Okay. Achso, es gibt noch was? Hä, was denn? Was soll ich mit, vielleicht noch mit Shuichi reden? Ja gut, mit den... Hä? Achso, vielleicht das Ding hier nochmal? Was hatte ich schon... Hatte ich das hier schon gemacht? Hä? Vielleicht die Tür? Ich hab doch jetzt mit beiden geredet. Hier ist doch sonst nichts, oder? Na gut, drücken wir hier mal... ich drücke immer R, wenn ich das hier möchte. What the hell? Wusste ich gar nicht, dass hier was draufsteht, aber okay. Ja, aber hier ist doch sonst nichts. Die Fenster werden es ja wohl auch nicht sein, oder? Vielleicht sollte ich nochmal hier mit den beiden reden? Aber eigentlich... Nee, das hatten wir schon gehört. Ja, dann reden wir jetzt mal mit Kibo vielleicht nochmal. Hey Kibo, was hast du gemacht, als die Body Discovery Announcement gespielt hat? Ah, mein Alibi. Stimmt, jetzt wo ich so darüber nachdenke, er hat uns Fragen gestellt, aber wir nicht ihm. Was ist mit dem jetzt los? Ist das ein Glitch oder so? Nein, ich habe nur nach den richtigen Worten gesucht. Um ehrlich zu sein, ich war alleine in meinem Zimmer, deswegen habe ich kein Alibi. Also hast du keins, ja? Aber Ryoma hat gesagt, dass er ebenfalls allein in seinem Zimmer war. Oh Mann, jetzt lässt du ihn echt schlecht dastehen. Hä? Das war nicht meine Intention. Aber ich verstehe, sowohl Kibo als auch Ryoma haben keine Alibis. Das bedeutet, es ist möglich, dass einer von ihnen der Mastermind ist. Stehe ich jetzt unter Verdacht, weil ich kein Alibi hab? Nein, ich werde dich nicht verdächtigen, nur weil du kein Alibi hast. Und ich sag das nicht nur, weil du ein Roboter bist oder so. Ich bin überhaupt nicht robophob. Ah, vielen Dank. Aber du brauchst gar nicht so politisch korrekt zu sein. Okay, hätten wir auch das. Jetzt kennen wir das Alibi von allen, außer von Tsumugi. Also ich meine, natürlich haben Ryoma und Kibo kein Alibi. Und jetzt den Kram hier mit Kukichi. Er war definitiv alleine, ihn brauchen wir gar nicht fragen. Alle, mit denen wir geredet haben, haben ihn nicht gesehen. Deswegen hat er kein Alibi, richtig? Das muss heißen, dass er alleine war. Oh, du hast recht. Ich schätze mal, deswegen bist du der Detektiv und nicht ich. Er ist so schlau, ey. Ich fühle mich richtig dumm. Aber okay. Gegen ihn scheint selbst Kyoko ein bisschen dumm zu sein. Ich meine, Kyoko war damals auch schlau, aber halt nicht so schlau. Gefühlt ist Shuichi nochmal deutlich darüber. Wobei ich finde, das liegt eher daran, dass Danganronpa V3 viel, viel besser geschrieben ist als Danganronpa 1. Aber dasselbe gilt auch für Danganronpa 2. Danganronpa 2 ist um Welten besser als Danganronpa 1.
In eigentlich so ziemlich jeder Hinsicht. Wobei ich die Charaktere aus 1 auch sehr gerne mag. Aber die Fälle und so schon ziemlich schwach verglichen mit den späteren Spielen. Einfach generell sehr kurz, gar nicht komplex. Man kann bereits bevor der Klassenwarnung sagen, wer der Mörder ist und so. Also es ist ziemlich leicht. Schade eigentlich, aber ich meine, das war das erste Spiel der Serie, deswegen ist das schon okay. Aber für das erste Spiel fand ich es echt gut. Hey, Tsumugi, ich muss dich etwas fragen. Es scheint, als würde sie über etwas nachdenken. Sie will nicht mit mir reden. Okay, aber das ist keine Ausrede, okay? Nicht einfach aufgeben. Ich griff zu Tsumugis Rock und hob ihn langsam hoch. Ich werde deinen Rock hochheben, Tsumugi. Ist das okay für dich? Moment, Kaede. Also, red schon, oder ich werde deinen Rock hochheben, damit Shuichi es sieht. Und dann werde ich deinen Rock um deinen Kopf binden, damit alle dein Höschen sehen können. Das macht dir gar nichts aus, du. Oder vielleicht doch. Ich verstehe. Ich muss einfach nur reden, richtig? Oh, geht doch. Nun, ich kann nicht zulassen, dass Shuichis unschuldige Augen schmutzig werden. Ah, nein, sie werden überhaupt nicht schmutzig. Willst du damit sagen, dass du bereits Schmutzigeres gesehen hast, Shuichi? Worüber wolltest du reden? Nun, ich komme mal direkt zum Punkt. Weil du die ultimative Cosplayerin bist, bedeutet das, dass du dich tarnen kannst als irgendjemand von uns, richtig? Oh, das hältst du also von mir, ha? Huh? Nun, weil wir in dieser Situation sind, werde ich eindeutig sein. Ich cosplaye nur als fiktionale Charaktere. Ich cosplaye nicht als echte Menschen. Oder viel eher, ich kann es nicht. Du kannst es nicht? Es ist nicht leicht, einfach sich die Klamotten von jemand anderem zu holen und sich dann zu tarnen? Cosplay ist nicht eine Tarnung. Ah, es tut mir leid. Nun, ich schätze mal, es ist schwer für dich, das einfach zu glauben. Deswegen werde ich es dir zeigen. Hä? Du wirst es mir zeigen? Aber wie? Komm mit, Kaede. Ah, Moment. Was nun? Tsumugi griff meine Hand und ging zusammen mit mir ins Badezimmer. Was hast du jetzt vor? Wirst du mich schlagen oder mich irgendwie festbinden? Nein, so etwas würde ich niemals tun. Also, beeil dich und zieh dich aus. Was? Warum? Nun, weil ich cosplayen werde als du, natürlich. Also, gib mir deine Klamotten. Hä? Aber... komm schon, beeil dich. Was? Okay. Okay, wir zogen uns aus und gaben unsere Klamotten zu Mugi. Okay, jetzt kannst du schauen. What the hell ist denn mit ihr passiert? Sie hat einen richtigen Ausschlag am ganzen Körper. Sie ist komplett pink. Ist es vielleicht Kirby? Cospox. Eine allergische Reaktion, die passiert, wenn sie sich als eine echte Person verkleidet. Ich hoffe mal, das ist nicht ansteckend. Das war irgendwie... ja. Naja, wir gingen auf jeden Fall zurück. Kaede, was ist los? Nun, Tsumugi hätte sich nicht tarnen können. Du verstehst es jetzt, weil du die Cospox gesehen hast, richtig? Cosplay ist Liebe. Man haucht Leben in die Charaktere. Es ist fast so, als ob man sie beschwören würde. Von der Fiktion in die echte Welt. Wie ein Orakel, das die Götter beschwört. Okay. Das ist irgendwie... ja. Na gut. Deswegen kann ich als die verschiedensten Charaktere aus der ganzen Welt der Fiktion cosplayen. Aber nicht als echte Menschen. Weil das kein Cosplay ist, sondern nur jemanden nachmachen.
Ja, ich verstehe schon. Ich brauchte diese lange Erklärung nicht. Okay, Cospox, merken wir uns das mal. War's das schon? Ha? Dieses Geräusch! Es ist Zeit, ihr Bastarde. Zeit für die Klassenverhandlung. Nicht nur das. Wir möchten auch ankündigen, dass die Fotos endlich fertig sind. Ich werde im Warenlager warten. Hey, sieht mein Gesicht irgendwie seltsam aus, hä? Sah mein Gesicht schon immer so seltsam aus? Ist es immer noch der Honig? Das ist ja echt eine krasse Droge. Hast du das gehört, Shuichi? Die Fotos sind endlich fertig. Lass uns los, komm. Moment, Kaede. Da werden wir jetzt endlich die ganze Wahrheit sehen. Ich rannte so schnell wie ich konnte ins Warenhaus. Ins Warenlager. Gut.